Und es ist wieder soweit, unsere wöchentliche CIVI-Umfrage. Bei mir ist im Studio Janina Mütze, die Geschäftsführerin des Meinungsforschungsinstitutes. Tag. Hallo. Janina. So, wir wollen uns natürlich mit der AfD beschäftigen. Das war auch eine wichtige Frage, die Sie heute für uns gestellt haben. Die AfD. In Thüringen wird sie als gesichert rechtsextrem eingestuft. Wie sehen das aber die Bundesbürger, die Wählerinnen und Wähler auch bundesweit? Ja, das ist ja ein Spannungsfeld. Ne? Gleichzeitig, wir sehen diese juristischen Entscheidungen. Gleichzeitig versammelt die AfD eben noch Stimmen hinter sich. Deswegen haben wir mal ganz konkret gefragt, würden die Menschen eigentlich sagen, dass die AfD ihrer Meinung nach eine rechtsextreme Partei ist? Und da sehen wir dann doch ein sehr eindeutiges Bild. Knapp 6 von 10, 59% würden sagen, ja, das ist so. 9% sind hier unentschieden. Und knapp ein Drittel der Deutschen, 32%, sagt nein, das würden sie so nicht sagen. Wir haben diese Frage letztes Jahr schon mal gestellt. Da haben wir ein ähnliches Meinungsbild gesehen. Wir sehen jetzt aber, dass insbesondere an den Rändern sich das deutlich polarisiert. Also anteilig mehr Leute sagen ja auf jeden Fall oder nein auf keinen Fall. Ja, für dieses Rechtsextreme steht natürlich vor allen Dingen der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Der ist jetzt also diese Woche verurteilt worden wegen eines SA-Spruches, den er benutzt haben soll. Wie sehen das die Wählerinnen und Wähler? Sollte Höcke wegen dieser Verurteilung tatsächlich auf die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl am 1. September in Thüringen verzichten? Ja, Schlagzeilen um diese Person gab es ja genug. Wir haben jetzt einmal gefragt, sollte er verzichten auf diese Spitzenkandidatur? Und da sehen wir tatsächlich, dass 55% der Deutschen sagen würden, ja, also etwas mehr als jeder Zweite. 12% sind unentschieden und hier auch wieder ein Drittel der Befragten, die sagen nein. Da sieht man eben ganz klassisch, dass diejenigen, die eher mit der AfD sympathisieren, hier nein sagen würden. Andere eher aus dem linken Spektrum eher sagen würden ja. Und bevor wir beide weitermachen, wollen wir erstmal in den Deutschen Bundestag schauen zu Dorothea Schupelius, die das Ganze politisch einordnen wird, die aktuelle Situation der AfD. Dorothea, also wir haben jetzt die Umfragewerte von CIVI ja gehört, aber wie sieht es denn in den Umfragen bundespolitisch für die AfD aus? Wir merken ja, die Partei verliert an Zuspruch, aber nicht so stark, wie man eigentlich davon hätte ausgehen können, was rund um die Skandale passiert. Also wie muss man das im Moment einordnen? Wie stark ist die AfD noch? Die AfD verliert in den Umfragewerten bundesweit, in Thüringen im Osten allerdings, da bleibt sie stabil bei 30%. Und diese ganze Kritik rund um Höcke, das ist eine Kritik, die sich in Thüringen stattfindet. Hier geht es um zwei konkurrierende AfD-Listen für die kommenden Kreistagswahlen. Es ist also die Forderung, die wir gehört haben von Landräten der AfD, die sehen wollen, wie Höcke die AfD verlässt. Das bezieht sich hier explizit auf Thüringen, nicht bundesweit. Aber dieser kleine kommunale Politik Skandal könnte durchaus auf die bundespolitische Bühne gehoben werden, denn für Höcke als Legitimation für seinen Machtbereich, für sein Machtspektrum war es immer ganz besonders wichtig, die Unterstützung aus Thüringen zu haben, und die braucht er auch, denn die AfD ist in sich keine besonders geeinte Partei. Wir haben hier durchaus verschiedene Strömungen, die aufeinandertreffen, und Höcke ist der Anführer der Rechtsaußenströmung, der nicht jeder in der AfD folgen will. Auch wenn die Umfragewerte der AfD bundesweit etwas zu sinken scheinen, müsste man sich trotzdem noch mal genauere Zahlen angucken, um was zur AfD zu sagen. Das tun wir jetzt auch einmal schnell. Wir sehen zum Beispiel, dass im letzten Jahr die Mitgliedschaft in der AfD um 25% hochgegangen ist. Die liegt jetzt bei 39.600, und auch viele Spenden, also noch mal viel Parteivermögen ist hier hinzugekommen. Und das Ganze, obwohl die AfD einen sehr starken Konkurrenten bekommen hat, und zwar das Bündnis Sahra Wagenknecht, die mit sehr ähnlicher Migrationspolitik, mit sehr ähnlicher Russlandpolitik ähnlich frustrierte Wähler im Osten jetzt ansprechen möchte. Trotzdem hält sich die AfD hier. Es wird also spannend zu sehen, ob Höcke, der 8-mal seine Immunität verloren hat, einmal jetzt verurteilt wurde, weiter genügend Unterstützung bekommt, um die AfD stark zu halten, oder ob es in der AfD zu sehr rumoren wird und damit zu viel Unsicherheit ausgestrahlt wird und sich dann vielleicht doch die Wähler am Ende für das Bündnis Sahra Wagenknecht entscheiden. Dorothea, danke für diese Einordnungen in den Deutschen Bundestag. Janina, es gibt natürlich noch andere Fragen. In gut einem Monat fängt die Fußball-Europameisterschaft an, die Heim-EM. Schon aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Ich freue mich auf ein Sommermärchen. Wie geht's dir? Na, natürlich. Ich hoffe natürlich, dass wir den Titel holen. Der Kader steht jetzt fest. Aber ihr habt natürlich auch für uns die wichtige Frage gestellt. Deutschland ist im Zeichen von Extremisten. Ob die Deutschen Sorge haben, dass es zu Anschlägen kommen wird oder kommen könnte.
Wie sehen die Deutschen das? Genau, wir fangen mal mit dem ernsten Thema an. Gibt es Sorge vor Anschlägen? Wir haben die Menschen gefragt, ob sie sich dieser Angst beugen würden, ob sie dann vielleicht eher nicht zu öffentlich Spiele verfolgen, nicht zum Public Viewing gehen. Und da sehen wir ein ganz gespaltenes Bild. Also 44% der Deutschen würden sagen, ja, das würde mich davon abhalten, wenn es beispielsweise Aufrufe von Terroristen gäbe. 15% trauen sich noch keine Meinung zu und 41%, also eine fast gleich große Gruppe, sagt nein. Ehrlicherweise kann man da ein paar Klischees auspacken. Also es neigen eher Frauen dazu, dann nicht zu den öffentlichen Spielen zu gehen. Und es sind auch auf politischen Dimensionen diejenigen, die Freiheit eher lieben, die dann sagen, nee, ich gehe trotzdem. Und andere sind eben sicherheitsorientierter. Ja, die Sicherheitsvorkehrungen, die sind ja immens. Das haben wir auch in den vergangenen Tagen immer wieder gesehen. Aber jetzt die entscheidende Frage, auch an dich. Holt Deutschland den Titel? Ja, ich sage ja immer, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Und es ist in der Regel dass wir mit niedrigen Erwartungen einsteigen. Und das zeigt auch unsere repräsentative Umfrage. Wir sehen tatsächlich, dass gerade einmal 17% der Deutschen sagen würden, ja, ich traue es der deutschen Fußballnationalmannschaft zu, den Titel zu holen. Also, da ist noch Potenzial nach oben. Jeder Fünfte, 22%, ist unentschieden. Und die Mehrheit von 61% sagt, nein, das traue ich ihnen noch nicht zu. Also, da muss die Mannschaft jetzt noch überzeugen. Also das kann doch nicht sein, 61% der Deutschen. Ich meine, wir müssen von 2006 noch was gut machen. Das Sommermärchen damals, da sind wir gegen Italien ausgeschieden im Halbfinale. Ich glaube wirklich dran, du glaubst auch dran. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Janina Mütze, Geschäftsführerin des Meinungsforschungsinstituts CIVI. Danke für diese aktuellen Zahlen, wie immer. Und bis nächste Woche. Bis dahin.